Ja, willkommen Freunde, willkommen zurück in Krugs. Wir spielen den ersten Job für eine Handvoll rosa Felder und diesmal kein Tutorial. Diesmal dürfen wir selbst entscheiden, wie wir das machen wollen und ob wir es abkacken wollen oder ob wir es schaffen wollen, auch was auch immer. Unser erster Schlag gegen Murray führt durch die Villa von seinem Freund Ringo Flamingo, dem Clubbesitzer. Ringo Flamingo? Wer sucht sich denn so einen Namen aus? Jemand, der Privatschläger bezahlt, die sein Haus bewachen und jeden zusammenschlagen, der zu laut lacht. Murray plant einen Vincent Bodega. Rein ins Museum und den Klunker gegen eine Fälschung austauschen. Diese Fälschung wollen wir. Wir schleichen an den Wachen vorbei, die Treppe hoch und schnappen sie uns. Flamingo schuldet mir noch eine Menge Geld. Wenn ich will, hält er Murray gegenüber den Mund. Okidoki. Flamingos Villa hat zwei Stockwerke. Schätze, wir müssen wohl ein paar Wächter betäuben. Wir brauchen Chloroform. Er lagert es im Gartenhaus. Das habt ihr Diese Türen da sind mit einem Schaltersystem gesichert. Denkt dran, zum Öffnen muss man den richtigen Schalter finden. Die hier sind einfach, aber die Dinger können sehr schnell sehr kompliziert werden. Immerhin liegt da ein Schlüssel für Sicherheitstüren. Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Okidoki. Noch so eine Schaltertür? Dieser Flamingo ist paranoid. Tja. Wenn ihr unten alles erledigt habt, geht's durchs Treppenhaus in den ersten Stock. Die erste Etage. Er hat sich einen neuen Tresorraum eingebaut. Ich wette, die Fälschung ist da drin. Ein einfacher Schalter. Man muss nur aufpassen, dass man sich da drin nicht einschließt. Vergesst nicht die Geldkassette, die im Musikzimmer liegt. Könnte auch einiges an Kohle drin sein. Der Rückweg wird einfach. Umdrehen und daraus, wo wir reingekommen sind. Noch Fragen? Keine. Los geht's. Okidoki, wir packen los. Gut. Prüfen, wiederholen, Ziele. Achso. Die Treppe zum ersten Stock erreichen, gefundene Schätze 0 von 4. 4 Schätze. Ein Schatz. Zwei Schätze. Drei Schätze und einer ist oben. Okay. Vektorinfo. Der bleibt stehen, der bleibt stehen, der bewegt sich. Oben. Der steht auch nur da. Hey, da gibt's auch mehr als 4 Schätze. Da ist dann noch einer, da ist noch einer. Das sind jetzt gar keine Schätze. Keine Ahnung. Wächter. Pause. Achso, dann ist einfach Pause. Wenn ich jetzt weg von Neustart mache, dann ist der auch mal wieder hier, oder? Ja, okay, gut, dann starten wir mal den Job. Im Teamauswahlmenü kannst du die passende Crew für den Job zusammenstellen. Okay. Also gibt den es den da und die da. Okidoki. Darf ich jetzt Job starten? Ja. Da wären wir. Schön an die Entriegelungsschalter denken. Und nicht erwischen lassen, auf dem Weg zur Treppe. Sollen wir erstmal denn. Und was macht der da? Was ist der Plan? keine Ahnung. Luftschacht, ein enger Schacht, der zwei Räume verbindet. Rocket kann ihn mit Hilfe der Fähigkeit Boa Constrictor durchqueren. Wir haben einfach keine Rocket. Daher geht's nicht. Ja, super. Ihr könnt von hier darüber gehen und da wieder raus. Bringt ja auch voll viel. Und geht das Ding da noch nach oben? Keine Ahnung, wie man da hochguckt. Egal. Ausdrumpeln können laufen können wir nicht. Also müssen wir denn da erstmal ausschalten. Gut, Koffer. Gut. Lassen wir es mal laufen. Ach, wir könnten ja den Geldkoffer hier mal nehmen.
kommt. Oh, versteck dich wieder hinter der Pflanze. Oder versteckst du dich mal hier. Ich hoffe, das geht. Wenn nicht, verkackt. Und sobald er vorbei ist, irgendwann, am Arsch, dann rennen wir da hinten hin. Ja, jetzt backt ihr doch voll auf Fisch. Nein! Ja! Hey! Du da! Ich hab, glaube ich, verkackt. Ich hab verkackt. Die öffnet jetzt die Scheißtür. Erstmal. Gehen wir's an! Kann der dann irgendwas machen? Nö. Ich kann ihn aber auch da rumrennen lassen. Achso, okay. Lassen wir ihn mal. Der ist aber ein bisschen lahmarschig unterwegs. Ich glaube, der darf nicht in den roten Kreis da rein, kann das sein? So, machen wir es einfach so. Du hast die Tür geöffnet, ja, dann gehst du da rein, holst das da. Und dann gibt es da noch irgendwo. Achso, wir haben ja den Schlüssel. So. Okay. Nein! Keine Bewegung! Oh weh! Das war anders geplant. Ja. Okay, nochmal neu starten. Da muss ich dann ein bisschen weiter wegstellen. Ist ja das erste Mal, dass ich das Spiel habe. Einsatzbereit. Ja gut, nicht wirklich, aber egal. Okay, jetzt ist der. Oh, jetzt guckt er gerade darüber. Dann stellen wir den vielleicht mal da hinten hin, glaube ich. Der Weg ist kürzer. Leo rennt dahin erstmal. Und dann dahin. Nein. Ja, egal. Okidoki. Ach, der hat sich nur umgedreht und ihn aus dem Augenwinkel gesehen. So, du holst dir das Ding da. Den Schalter, da drin gibt es nichts mehr, glaube ich, ne? Und dann dahin. Tür öffnen, schaffe ich das noch? Ich glaube kaum. Mal schauen. Schnell. Oh, verdammt. Ist die Tür offen? Ja, puh! Renn ein bisschen gleich. Oh, scheiße, die Tür ist auch zu. Ja. Gut, dann geht der da jetzt da durch, holt sich diesen Geldkoffer, macht die Tür auf, macht das Ding auf. Die war jetzt so lang. Hier, diese Ding. Und dann. Dazu brauche ich erstmal das Ding hier. Wie kommt man da hin? Einfach da durch. Okay. So. Und jetzt? Jetzt warten wir, bis der lahme Arsch da endlich da drüben ist. Wir müssen aber auch noch dahin. Mit der kleinen Cleopatra. Das ist da, das da und dann kommt das da. Mach das Ding jetzt da auf, ja. Das Ding macht da auf. Da können wir kurz wieder pausieren. Du da, holst du das da? Ja, wird schon schief gehen. Und
geschlossen. Achso, okay. Dahin. Und die Cleopatra. Also? Hat die Tür jetzt geöffnet. Dann geht sie zu dem da. Betäubt ihn. Holt sich das da. Gibt es ein Schloss zu knacken? Dann machen wir das da mal weg. Das da weg. Das da weg. So, so, so. Und wo wollte ich hin? Dahin. Und dann geht er dahin. Und dann geht er dahin. So. Okay. Gut. Juhu! Schön einschlafen, Baby, Baby. Und wieder den Koffer, gut so. Und jetzt müsste sie natürlich noch zurücklaufen. Knackt jetzt die Tür. Ich glaube, ich habe jetzt alles eingesammelt. Sieht mal so aus. Da hinten liegt nichts. Nö. Okay. Dann komm da. Jeder rüber. Was hast du gefunden? Eine Shell auf Plätze 4? Nein! Gab doch nur 3. Marys gefälschter Lunastein muss hinter dieser Tür sein. Ja gut, egal. Gab scheinbar 4 im ersten, im Untergeschoss und 4 im Obergeschoss dann auch noch, aber egal, was soll's. Kommt er da durch? Ja. Ja, ja. So. Was machst du, du sollst das? Steht aber einer. Was hat er denn da dabei? Adrenalin. Was es auch immer bringen mag. Keine Ahnung. Vielleicht, dass er schneller ist. Und was machst du so lang? Das da. Ja. Ich glaube, ich lasse es aber die da warten, weil die ist schneller. Gibt es ein Schloss? Und die hat kein Brechreißen. Egal. Du gehst dahin, legst das Ding da ab, gehst dahin, legst das Ding da ab und gehst dahin. Ja. Du da, holst dir das da, holst dir das da, gehst da rein, gehst dahin. Gehst darüber, darüber, schnappst dir das Ding. Jetzt hat sie kein Knackeisen mehr. Ja. Egal. Ich dachte, da wäre noch was. Wie schaltet man das Ding da aus? Denn nicht. Scheinbar auch nichts. Ach, da kommt man nach unten auch noch. Okay. Naja, egal. Wird schon irgendwie klappen. Ach ja. Was machst du denn hier? Und ich dachte schon, da draußen schleicht sich ein Wächter an. Ist halt dumm, wenn hinter einem die Tür zufällt, hä? Du hast die Fälschung. Ich habe mit Rocket gewettet, dass ich den Lunastein klauen kann. Und zwar allein. Ich komme nämlich auch ohne meine Schwester klar. Tja, und jetzt habe ich mir die Fälschung geholt. Komm schon, guck nicht so. Ich war zuerst hier und darum behalte ich ihn. Kannst du wenigstens draußen auf uns warten? Kein Problem. Wieder knackt da noch drin. Kannst du so lange mal das Ding da aufnehmen? So. 2 von 4, da ist ein Ding da, eine Geldkassette.
Wie soll ich jetzt die Geldkassette da nehmen? Geht nicht. Geht nicht. Ist da noch was drin? Nö. Okay. Gut, dann haben wir halt unten nur 3 und oben nur 3. Was soll's? Vielleicht muss ich das irgendwann nochmal, wenn wir mehr Leute haben. Vielleicht hat einer einen Brecher, ist ein Zoo oder so dabei. Wo ist die Beute? Hoho. Unbemerkt war ich auch. 100.000. Yeah, neuer Rekord. 142.000. Shop abgeschlossen. $2.000. Zur Stadtkarte. 6 von 7. So. Lass uns das klarstellen. Du bist bei Flamenco eingebrochen, weil du die Fälschung wolltest, um sie gegen den Lunastein auszutauschen. Ein Vincent Bottega. Simpel und sauber. Rufus, wir brauchen die Fälschung. Murray ist zurück. Er will den Lunastein aus dem Museum für moderne Kunst holen. Wie damals in Venedig. Ja, Venedig. Aber wir können ihm zuvorkommen, uns rächen. Verstehst du? Tu ich. Ihr wollt das Gleiche wie ich. Und? Eine Wette ist eine Wette. Rocket muss wissen, dass ich den Lunastein geklaut habe und sonst keiner. Aber wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr mir ja helfen, das Dingelchen zu kriegen. Verstehe. Und für diese Hilfe können wir dann das Dingelchen behalten, richtig? Müsst Rocket ja nicht erzählen, dass ihr dabei mitgemischt habt. Abgemacht. Abgemacht. Okay, Freunde, das war's wieder für heute und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.